Mit Brehme, Dusek, Neues und Brummer ergänzte Trainer Feldkamp die 7 übriggebliebenen von Madrid. Die Bank glich einem Lazarett. Kurz vor dem Spiel am Betzenberg, Leistungsträger beim 1. FC Kaiserslautern nicht dabei. Lutz Eigendorf, der Libero, wegen der 4. gelben Karte gesperrt. Friedhelm Funkel, der erfolgreiche Torschütze mit einer Bänderdehnung, genauso wie Hans-Peter Briegel. Sie beide zusammen haben 20 Tore für den 1. FC Kaiserslautern geschossen. Sie haben die Bayern hier immer abgefertigt. Hans-Peter Briegel, wie wollen Sie heute ohne Sie drei die Bayern packen? Ich will mal so sagen, der KSC, der hat 4-1 gewonnen und hat auch keinen Lutz Eigendorf, keinen Friedhelm Funkel und keinen Hans-Peter Briegel. Von daher glaube ich schon, dass wir heute die Heimstärke nutzen werden und auch gewinnen werden. Wer soll denn bei Ihnen die Tore heute schießen? Irgendeiner wird es schon machen. Zuerst fand man sich aber in der Abwehr. Melzer markierte Breitner wirkungsvoll und fand darüber hinaus noch Zeit, sich immer wieder mit in den Angriff des FCK einzuschalten. Und Wolf zwang Rummenigge des Öfteren, einen Rückwärtsgang einzulegen. Trotz einer Fußverletzung, unter der er schon nach 10 Minuten litt, löste Wolf seine Aufgabe als Briegelersatz in der Defensive ausgezeichnet. Rummenigge auf der Flucht in die eigene Hälfte vor dem bissigen Wolf. Nur zweimal war Rummenigge in den ersten 45 Minuten frei vor Torwart Reichel. Hier das erste Mal nach 12 Minuten. Beim 1. FC Kaiserslautern war Werner Melzer der Beste. Defensiv gegen Breitner und in der Offensive mit gefährlichen Distanzschüssen. Torwart Manfred Müller. Die Bayern besaßen in Matti, der den Vorzug gegenüber Sigur Winsson erhielt, einen ernstzunehmenden Angreifer. Auch Dürnberger wusste den vorhandenen Raum auf der linken Angriffsseite gut zu nutzen. Reichel im Nachfassen. Eine Minute vor der Pause, Rummenigge zum zweiten Mal frei vor Reichel und jetzt hatte er Erfolg. 1:0, sein 11. Saisontreffer. Die Zeitlupenwiederholung, er stoppt den Ball elegant, eine schnelle Drehung. Ein Aufsetzer, den Reichel gerade noch mit einer Hand abklatschen kann, doch im zweiten Versuch Platz. Eilenfeld kann da nur mit dem Kopf schütteln, doch auch er wird noch in der Siegerpose zu bewundern sein. 35.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion Betzenberg, gelassen. Auch gegen Gladbach und Frankfurt, ja sogar beim 4:2 über die Bayern im letzten Jahr, hatte man zur Pause im Rückstand gelegen. Zweite Halbzeit. Wolf konnte nicht mehr weiterspielen, dafür kümmerte sich nun Melzer um Rummenigge. Auch diese Aufgabe löste er mit Bravour. 9 in der Mannschaft nun der offensive Hofeditz, der in Madrid durch Ängstlichkeit, heute aber durch Einsatzwillen auffiel. Eine mutige Trainerentscheidung, für den verletzten Verteidiger Wolf mit Hofeditz einen Stürmer einzusetzen. Doch der Stürmer bestätigte Feldkamp. Die Lauterer erzwangen dank ihm ein besseres Chancenverhältnis als in der ersten Halbzeit. Bongartz, heute Mannschaftskapitän anstelle des verärgerten Neues, mit einer schönen Einzelleistung nach 50 Minuten. In der 54. Minute hätte der deutsche Meister, bei dem Breitner auch im zweiten Durchgang jetzt dank Eilenfeld blass blieb, das Spiel entscheiden müssen. Kraus im Zusammenspiel mit Rummenigge, frei vor Reichel, vertan. Dann Ansturm auf das von Müller gehütete Bayern-Tor. Fehler von Pflüger, dem Augenthaler-Ersatz, Hübner verzieht. Freistoß Bongartz. Und Michael Dusek, der Vorstopper, köpft das 1:1. 78. Spielminute. Erleichterung und Jubel bei Trainer Feldkamp. Die Wiederholung. Dusek war es wohl bei der Bewachung des harmlosen Hoeneß zu langweilig geworden. Ein Ausflug, der sich lohnte. Im Stadion verstand man nun sein eigenes Wort kaum mehr. Trainer Feldkamp versuchte daher, sich mittels der Zeichensprache verständlich zu machen. Alles nach vorn, wir packen sie. So könnte man dieses Armrudern deuten. Und dann noch 8 Minuten, wieder ein Freistoß von Bongartz. Hofeditz wühlt sich durch im Liegen, setzt Dusek den Vorstopper ein und Eilenfeld markiert das 2:1. Auch hier die Wiederholung. Hofeditz, Dusek, Eilenfeld. Die letzten 60 Sekunden. Achsen! Los geht's!
Drängler hier. Dann der Schlusspfiff. Kalli Feldkamm, hatten Sie vor diesem Spiel bei dieser Personalnot mit einem Sieg heute gerechnet? Man muss zu Hause damit rechnen, aber als wir das unglückliche 1:0 hinhaben, war ich schon deprimiert und ich glaubte nicht, dass wir es noch gewinnen würden. Aber es zeigt sich eben, dass doch Kräfte frei werden, wenn man vielleicht eine Mannschaft so enge, so eine personelle Enge hat, wie wir es heute hatten. Nach den letzten Wochen, glaube ich, für Sie doch mal ein schöner Höhepunkt. Sie, der ja jetzt Kaiserslautern am Ende der Saison nach Dortmund verlässt. Nein, diese Höhepunkte möchte ich noch 6-7 Mal haben, denn wir haben noch einige Heimspiele und das gesteckte Ziel möchte ich erreichen. Und es ist vielleicht heute mit Sicherheit ein Spieler wieder voll in die Mannschaft genommen wie Bremen und Dusek. Und das macht einem als Trainer dann sehr froh. Vielen Dank, alles Gute. 2:1, ein Spielausgang, zu dem Ihnen Dieter Kürten jetzt sicherlich noch etwas zu sagen hat.